In dieser Optimierungsaufgabe geht es um ein Flugblatt. Und es sollen dabei die optimalen Maße gefunden werden. Du solltest jetzt auf Pause drücken und dir diese Aufgabenstellung genauestens durchlesen und gucken, was will diese Aufgabe von dir und vielleicht auch schon mal so viel wie möglich selber rechnen. So, ich gehe davon aus, dass du weißt, worum es geht. Also dieses Flugblatt hat eine bedruckbare Fläche hier in der Mitte und es soll oben ein Rand frei bleiben von 2 cm und rechts und links 1 cm. Das zeichne ich mal ein. So, das ist der Rand und im Innern hier haben wir die bedruckte Fläche. Ich schreibe das mal dran. So, jetzt sagt uns die Aufgabe, wir sollen eine Seite der bedruckten Fläche mit x bezeichnen und die andere mit y. Also nicht die kompletten Kanten, sondern wirklich nur bis dahin und bis dahin und von hier bis da. So. Die Frage ist, welche Maße soll das Flugblatt erhalten, wenn der Materialaufwand möglichst klein sein soll? Und sparen kann man natürlich nicht an der bedruckten Fläche, die ist 288, da gibt es nichts zu diskutieren. Wo gespart werden sollte, sind die Ränder. Welchen Flächeninhalt haben die Ränder? Der Rand hier oben, der hat eine Höhe von 2 cm, schreibe das mal hier dran, 2, und eine Breite von einmal x, und dann kommen noch diese kleinen Ränder dazu. Die sind jeweils 1 cm, also x plus 2. Ich habe das mal so. X plus 2. Diesen Rand haben wir auch nochmal unten. Also können wir schon mal sagen, 2 mal. Und jetzt der Flächeninhalt ist 2 mal x plus 2. 2 mal 2 mal x plus 2. Dann haben wir diese Ränder hier, die haben eine Breite von 1 und eine Höhe von y. Auch das haben wir zweimal. Also sagen wir plus 2 mal 1 mal y, also y. Ich markiere das mal blau und das andere rot. Ausmultipliziert ergibt das, ich fange erst mit dem y-Term an, 2y und jetzt 4 mal x ist 4x und 4 mal 2 ist 8. Das ist das, was minimiert werden soll, das ist unsere Hauptbedingung. Die Nebenbedingung ist unsere Einschränkung und zwar x mal y gleich 288. Das ist die Nebenbedingung. Die muss jetzt so umgeformt werden, dass man die in die Hauptbedingung einsetzen kann. Ich löse das mal nach y auf, es geht auch nach x, völlig egal. Dann hätten wir y gleich 288 geteilt durch x. Wir rechnen beide Seiten durch x. Auf keinen Fall minus x oder sowas rechnen. Wir haben hier eine Multiplikation, x mal y. Deshalb müssen wir geteilt durch x rechnen. So, und das muss jetzt hier in diese Hauptbedingung eingesetzt werden. Also, für y, dann hätten wir 2 mal 288 durch x plus 4x plus 8. Und das ist unsere Funktion für den Flächeninhalt, a von x gleich. So, was kommt da raus? 2 mal 288 ist 576x. 576 geteilt durch x plus 4x plus 8. Da kommt so ein Graph raus. Ich habe einfach mal meinen Computerbildschirm abfotografiert. Also man sieht, diese Funktion hat irgendwo ein Minimum. Das suchen wir. Also Ableitung bilden. So, was ist die Ableitung von 576 durch x?
kann man umschreiben als 576 mal x hoch minus 1 plus 4x plus 8. Und dann, wir ziehen die minus 1 nach vorne, also minus 576 mal x hoch minus 2. Und hoch minus 2 ist das gleiche wie geteilt durch x hoch 2 plus 4. Die 8 fällt weg. Das ist a von x und das ist schon a' von x ist gleich. So, das jetzt 0 setzen. Schreibe ich einmal so auf, a' von x gleich 0. Dann sagen wir minus 576 durch x² plus 4 gleich 0. Auf beiden Seiten minus 4. Dann steht da minus 576x durch x² gleich minus 4. Beide Seiten mal x². Wir wollen diesen Nenner hier wegkriegen. Dann steht da minus 576 gleich minus 4x². Beide Seiten geteilt durch minus 4. Dann steht da 144 gleich x². Und das ist wunderbar, denn 144, das ist die Quadratzahl von 12. Also wir ziehen die Wurzel und dann ist x gleich 12. So, wenn x 12 ist, was ist dann y? Mal kurz gucken. Also, wir gucken uns dann immer die Nebenbedingung an. Die Nebenbedingung ist x mal y gleich 288. 12 mal was ergibt 288? Wir würden rechnen 288 durch 12 und das Ergebnis ist 24. Also x ist 12, y ist 24. Ich schreibe es hier unten dazu. Y gleich 24. Wie sind dann die Maße von diesem Flugblatt? Gucken wir nochmal auf die Zeichnung. Wenn x 12 ist, wie lange ist dann die untere Seite von dem Flugblatt? Wir müssen hier noch einen drauf rechnen und hier auch noch einen drauf. Dann ist die untere Seite 14 und hier haben wir 2 cm und auch nochmal 2 cm, muss also plus 4, also 28, 14 mal 28. Wo soll ich es hinschreiben? Nach unten. Also die Maße sind 14 mal 28. Das ist unser Ergebnis. Wenn man jetzt ganz pingelig ist, könnte man natürlich noch sagen, Moment, woher wissen wir denn, dass das ein Minimum ist? Könnte ja auch ein Maximum sein. Deshalb checke ich das einmal ganz kurz mit der zweiten Ableitung. Was ist die zweite Ableitung? Also hier haben wir minus 576 durch x hoch 2. Kann man wieder umschreiben. Also ich schreibe das nochmal hier hin. A' von x. Ich schreibe das jetzt direkt um. Minus 576 mal x hoch minus 2. Plus 4. So, man zieht die minus 2 nach vorne, also mal minus 2. Da kommt raus 1152, also a2' von x ist gleich 1152 mal x hoch minus 3, das ist geteilt durch x hoch 3. Die 4 fällt weg und wenn wir da jetzt die 12 einsetzen, kommt auf jeden Fall ein positives Ergebnis raus. Das heißt, wir haben es mit einem Tiefpunkt zu tun und sind jetzt hundertprozentig sicher. So, jetzt bin ich wirklich fertig.